Bald ist ja Weihnachten und ich dachte, jetzt ist mal die Zeit für eine Wunschliste für Sims 4. Was würde ich mir wünschen, was noch in Sims 4 kommen könnte, was EA noch einfügen könnte, was sie vielleicht fixen könnten, etc. etc. Und damit das jetzt nicht nur stumpfes Gelaber ist, habe ich sogar eine PowerPoint vorbereitet. Ta-ta-ta-ta. Also ich glaube, Santa wäre natürlich begeistert und EA ist natürlich auch begeistert bestimmt davon. Lasst mir gerne in den Kommentaren da, was ihr euch wünschen würdet. Ich habe das versucht, ein bisschen realistischer zu halten. Heißt, ich habe jetzt nicht davon geredet, eine offene Spielwelt beispielsweise, weil das wird es in Sims 4 nicht geben. Aber ihr könnt euch ja wünschen, was ihr wollt. Realistisch, unrealistisch, egal. Also gehen wir mal in die Wunschliste und ich bin gespannt, bei welchen Sachen ihr auch sagt, jo, sehe ich auch so, oder bei welchen Sachen ihr sagt, nee, danke Sandra, gar keinen Bock drauf. Senioren. Ich finde, Senioren sollten viel mehr in den Fokus gerückt werden. Mit dem neuen Erweiterungspack zu vermieten gibt es ja ein neues Merkmal für Senioren. Aber ich spiele nicht mit Senioren, weil sie einfach keinen Zweck in Sims 4 haben. Das sollte sich verändern. Ich könnte mir vorstellen, Altersheime bzw. auch, dass die Senioren sich auf ihre Enkel vielleicht mehr fokussieren könnten, dass man die da, keine Ahnung, Kekse backen oder sowas. Boah, sowas ganz Verrücktes, dass man da einfach noch ein bisschen mehr mit spielen könnte. Zusätzlich natürlich eigene Bestreben, aber auch eigene Karrieren, weil sie sind einfach nicht mehr so leistungsfähig wie die jungen Erwachsenen beispielsweise. Und da würde ich mir einfach mal ein bisschen mehr Realismus wünschen, genauso wie Gehhilfen oder auch Testamente. Das wäre richtig geil, wenn es das geben würde. Weil dann haben die Senioren einfach auch noch so einen richtig krassen Zweck, beispielsweise in Legacy Challenges, wenn ihr über mehrere Generationen spielt, dann ist das wirklich so ein Wendepunkt. Und ich weiß, sehr viele Sachen gibt es auch mit Mods, aber ich bin halt der Meinung, dass das in einem normalen Spiel vorhanden sein sollte und nicht noch mit Mods hinzugefügt werden müsste. Grim Reaper braucht ein eigenes Pack. Ja, ich sag sonst nie, man braucht irgendwie Packs und so weiter, aber ich finde, der Sensenmann, der sollte ein eigenes Pack bekommen. Wirklich. Der Sensenmann, der Tod. Also generell, stellt euch mal vor, das bekommt ein eigenes Pack und die ganzen Objekte da. Oh, also, guck mal, da reiße ich schon alles um. Aber es wäre einfach so ein geniales Pack. Für mich natürlich. Also, das ist meine Wunschliste. Hallo, ich darf egoistisch sein. Und was man da einfügen könnte, sind Friedhöfe. Man könnte richtige Beerdigungen machen. Momentan gibt es so einen Weg, dass man mit Großstadtleben so einen Pult haben kann. Und wenn ihr dann eine Urne habt und dann beispielsweise auf dem Museum, glaube ich, seid, ich weiß gar nicht, wo genau, dann könnt ihr eine Abschiedsrede halten und quasi eine Trauerrede. Aber ich finde, das ist so versteckt und das hat auch keine Wirkung wirklich. Und was ich mir richtig geil vorstellen könnte, ist, wenn wir den Sensenmann eine Karriere dort einschlagen können. Oh mein Gott, das wäre halt so weird, das wäre so witzig. Ich würde es lieben. Also, ganz ehrlich, Grim Reaper Karriere, oh mein Gott, das würde ich so feiern, wenn das gehen würde, als aktive Karriere natürlich, nichts anderes, aktiv natürlich. Ah, was mir fehlt, sind weitere Kollaborationen mit Creatern. Also man sieht es ja an den Sets, es wurde ja auch da beispielsweise auch schon mit Simfluencern zusammengearbeitet, was ich gut finde, weil ich finde, die Objekte sind viel, viel passender und auch passender zur Zielgruppe halt her. Aber was mir fehlt, und ich verstehe es nicht, warum gibt es keine dedizierten Packs mehr zu dedizierten Marken? Also ich kenne mich halt leider jetzt gerade nicht in der Fashion-Industrie aus und es gab mal H&M, was jetzt sehr wahrscheinlich so von der Popularität erschienen wäre und dass man die jetzt nicht supporten sollte, das weiß man auch nicht heutzutage. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass man einfach solche Marken nimmt, die schon bekannter sind. Es können ja auch Designer-Sachen sein und dass man da wirklich Packs kreiert. Denn dann werden die Kleidungsstücke, wenn es jetzt um Kass geht, auch viel, viel besser. Wenn man jetzt in den Baumodus geht, warum haben wir noch kein IKEA-Pack? Also wenn wir jetzt einfach bei Sims 2 anschauen, ich hatte dieses Herstkissen übrigens auch und diesen Stuhl da, den Sessel, oh mein Gott, und das Zickzack-Regal da unten, oh, das war immer so ein Pain, das anzubringen. Mein Vater hat es wirklich gehasst, aber das ist ein anderes Thema.
Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist natürlich auch, wenn EA mit anderen Creators zusammenarbeiten könnten, die größer sind. Also es können natürlich auch große TikTok-Stars oder sowas sein. Wir hatten Katy Perry zu Sims 3 Zeiten. Man könnte einfach mit Celebrities nochmal zusammenarbeiten, um dann auch Sims 4 noch zu einer weiteren Popularität zu bekommen oder halt einen höheren Anstieg da zu bekommen. Aber eben auch dieses Unique von dem entsprechenden Star oder TikToker oder was auch immer, könnte man dazu nehmen. Also wenn ich mir vorstelle, mit einem TikToker wie, ich glaube, sie heißt Unlabel, die schneidert und Sachen herstellt. Stellt euch mal vor, es würde ein Pack rund um Unlabeled beispielsweise vorstellen. Klar, sie ist jetzt deutsche Creatorin, es gibt aber bestimmt auch jemanden im amerikanischsprachigen Raum, wo sich dann ein Pack um sie dreht. Und dann würde es eine Nähkarriere geben beispielsweise und weitere Strickmuster und das würde alles inkludiert werden in so einem, weiß ich auch immer, Hobby-Pack, aber Fokus wäre halt beispielsweise Stricken aufgrund dieses Creators. Und jetzt könnte ich mir so richtig, richtig cool vorstellen, dass man da einmal die Zielgruppen erschließen kann von dem Creator, aber auch von Sims natürlich und dass da spannende Sachen herauskristallisiert werden könnten. Ich denke mal, im Baumodus gibt es schon sehr viele Leute, die zufrieden sind. Also Color Wheel, ich glaube, zum Farbrad muss ich halt wirklich nichts mehr sagen. Also das ist halt, das muss sein. Ja, und automatische Dächer vermisse ich. Ich hasse Dächer in Sims 4. Das ist mein Nemesis. Die klippen auch immer so doof. Und selbst die Leute, die richtig, richtig gut bauen können, haben teilweise Probleme mit Dächern. Wie wünsche ich mir einfach die automatischen Dächer von Sims 3 manchmal zurück? Es ist ein Button. Also wirklich, das kann doch nicht so schwierig sein, das zu integrieren. Also keine Ahnung, warum es keine automatischen Dächer in Sims 4 gibt. Und was ich mir auch noch wünsche, ist ein besseres Filtersystem. Ich würde mir wünschen, dass wir Objekte favorisieren können, dass wir mehr Stile haben, die einfach auch passgenauer sind. Also sei es jetzt beispielsweise, wenn ich ein Lost Place mache, muss ich halt eigentlich in Packs denken und kann nicht mit den Stilen hantieren. Heißt, wenn wir da die Stile haben, wenn wir ein Favoritensystem haben, würde das super sein. Und dass wir nicht wieder Better Build Mod dafür nutzen müssen. Da gibt es jetzt beispielsweise auch ein Favoritensystem, aber trotzdem, ich finde, das sollte einfach Basisspiel sein. Ja, und was ich mir wünsche, sind halt wieder Refreshes von Packs, ne? Das, was uns mal versprochen wurde mit Spa Day. Ja, anscheinend war das jetzt nicht der krasseste Effekt, Verkaufsaspekt, warum es dann nicht mehr weiterging. Ich kann mir halt vorstellen, dass sich EA was auch immer da vorgestellt hat, wie viel Sachen sie verkauft. Wenn man ein Pack-Refresh halt hat, dann nützt es ja vor allem den Leuten etwas, die ja schon die Packs besitzen. Und da werden nicht noch zusätzliche Käufer so viele kommen. Also ich habe halt nicht verstanden, wenn das jetzt wirklich daran scheitert, dass es nicht so viel sich verkauft hat, dann verstehe ich halt den Aspekt nicht von Community Work, weil das ist ja eigentlich so der Aspekt davon gewesen, dass man auf die Community gehört hat und so ein kaputtes Pack wie Wellness Tag es war, was sich auch nicht gelohnt hat, dann einfach nochmal anzugreifen und dann zu sagen, okay, man fasst es nochmal an und man updatet es. Und das ist hier einfach eine Liste, wo ich sagen würde, da würde ich mir Refreshes wünschen an die Arbeit, beispielsweise, dass man die Karrieren angeht, Zeit für Freunde, dass man nochmal das Clubsystem anpasst, Outdoor-Leben, generell, das ist eins der ersten Packs, also da fehlt noch so viel Gaumenfreude, oh Gott, das ist genauso wie meine Hochzeitsgeschichten, einfach so viel Bugs, die noch da drin sind für super viele Leute. Luxusparty ist ein Pack, das ist eine Lachnummer, muss man auch ehrlich sagen. Und Sonnenterrassen ist es genauso, weil jeder kann jetzt Whirlpools halt nutzen und Sonnenterrassen hat noch ein paar coole Objekte, aber so der größte Sinn ist nicht mehr vorhanden. Natürlich auch für mich, muss ich ehrlich sagen, Lore. Ich würde mir so viel mehr Lore wünschen. Ja, ich meine, man muss halt sagen, sie haben jetzt langsam ein bisschen wieder angefangen, vor allem mit Behind the Sims Summit haben sie etwas versucht, dann auch noch die Geschichten zu erzählen. Inwiefern sie teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen sind, habe ich auch teilweise auch schon in den Videos gezeigt, wo Sims 4 einfach ein Paralleluniversum ist und du kannst halt nicht von Sims 2 oder Sims 3 ausgehen. Sims 4 ist eigenständig. Leute, EA, denkt mal an eure eigene Lore bitte. Und ich würde mir eben wünschen, dass es richtige Erinnerungen gibt. Es gibt jetzt Erinnerungssysteme in Sims 4 über Umwege. Heißt, ihr könnt einen Screenshot machen, dann könnt ihr ins Familienalbum gehen und dann könnt ihr sagen, okay, welche Leute sind auf diesem Bild drauf und dann könnt ihr die Erinnerung einspeichern und dann
denken halt die Sims teilweise dran. Es ist aber super kompliziert und einfach so Micromanagement, das macht niemand, würde ich einfach mal behaupten. Und es ist auch so eine Funktion, die sehr wenige halt kennen und einfach nicht gut. Stammbäume würde ich mir wünschen, dass sie aktualisiert werden, auch natürlich, wenn ich an die Landgrabs denke. Da sind so viele Fragezeichen, weil die Sims nicht zusammengehören in den Stammbäumen. Auch generell halt mehr Verflechtung zu den bisherigen Titeln heißt, bedeutet, dass ich mir wünschen würde, dass die Leute, die jetzt in Sims 3, Sims 2 so prominent waren, dass sie auch weiterhin in Sims 4 prominent sind, nicht nur in die Galerie gepackt werden, sondern dass man einfach da ein bisschen mehr coole Geschichten erzählen könnte. Und wenn ich mir was wünschen würde, sind es Videosequenzen, genauso wie beispielsweise in Sims 2, wo die erstmal geküsst haben und so weiter, dann hatte man ja Videosequenzen. Das würde ich mir eben auch in Sims 4 wünschen, wo ich auch nicht denke, dass es der größte Aufwand ist. Das würde ich mir so wünschen. Ja, und dann der letzte Punkt ist halt mehr Gameplay. Mehr Gameplay. Ich finde Sims 4 leider zu schnarchig. Es ist leider auch ein großes Problem, je mehr Erweiterungen dazukommen, desto unspielbarer wird das teilweise. Wenn ich mir manchmal meine Speicherstände anschaue, wie kaputt sie sind und dass die Sims dann auch nicht mehr das ausführen, was sie eigentlich ausführen sollen, sondern einfach nur so doof dastehen und einfach warten bis zum Nimmerlandtag? Das halt. Das geht nicht. Also das Gameplay macht mir momentan überhaupt keinen Spaß mehr. Überhaupt nicht. So wie wenig das geupdatet wird. Und es liegt halt nicht an Mods, es liegt halt wirklich am Spiel selbst. Wenn das jetzt alles mal gefixt ist, würde ich mir wünschen, mehr Hobbys. Sei es mal Nähen, sei es Ballett, sei es richtiges Fußball und nicht nur das bisschen Gekicke. Tennis, Gott, es gibt so viele Hobbys. Beispielsweise auch, dass man ein Auto, also Autos sowieso, dass die hinzugefügt werden und dass man dann abgeholt wird. Nicht unbedingt, dass es so wie in Sims 3 offenes Fahren möglich ist. Das wird nie möglich sein. Aber wie in Sims 2 integrieren. Und in Sims 2 gab es dann beispielsweise auch das Auto, was du selber bauen konntest und selber pimpen konntest. Das war ja noch zu Pimp My Ride Zeiten. Witzig. Mehr Hobbys. Einfach ein Hobbypack. Where are you? Würde ich feiern. Online-Dating, wo bist du auch? Und ich würde mir mehr Beziehungsupdates wünschen. Das bedeutet, ich würde gerne sowas wie heutzutage diese Beziehungskonstrukte haben. Situationships, Freundschaft plus, Verlobte in Liebe, I don't know. All das würde ich mir zurückwünschen, was man einfach auch schon im CAS-Modus editieren kann. Ich würde mir das einfach wünschen, dass es dann auch heutzutage diese moderneren Beziehungskonstrukte einfach aufnimmt in Sims 4. Tattoo-Studios, Friseure, richtiges Shopping heißt, dass wir auch in einen Supermarkt reingehen, Sachen holen wie in Sims 2 und rausgehen. Oh, würde ich mir sehr, sehr wünschen. Sozialhasen oder den Professor, wenn unsere Bedürfnisse richtig tief in den Keller gehen, beispielsweise sozial, dass dann jemand um die Ecke kommt und uns aufmuntert oder uns für verrückt einstuft. Aber das ist auch okay. Themenparks bzw. Zoos, das wäre richtig, richtig cool. Ich würde mir mehr Urlaubsorte wünschen. Also wirklich die dediziert dafür getan sind und nicht, dass wir da ein Haus mieten und dann war es das. Nee, wirklich dedizierte Urlaubsorte, wie beispielsweise das Dschungelabenteuer. Beispielsweise eine Safari in Afrika würde ich richtig geil finden, vor allem weil Afrika auch ein Kontinent ist, der überhaupt noch nicht wirklich in Sims 4 so gezeigt wurde. Und natürlich die Hoteleinführung damit wäre richtig, richtig gut. Zeitreisen würde ich interessant finden in die Zukunft oder auch Vergangenheit. Beispielsweise, dass wir wie in Sims 3 unsere Verwandtschaft in der Zukunft, aber auch Vergangenheit sehen können. Das wäre halt richtig cool, auch so der Decades Challenge. Das bedeutet, das ist eine Challenge, die über Jahrzehnte gespielt wird. Richtig, richtig cool. Wird es das jemals geben? Bands, Autos habe ich schon gesagt, Camcorder. Bei den Camcorder in Sims 3 war es so, dass du Sachen filmen konntest mit dem Camcorder und dann konnte man das am Fernseher abspielen. Und das ist so süß. Stellt euch das mal vor, dass ihr eine sehr lange Legacy-Challenge spielt über weitere Generationen hinweg. Und dann hat halt die erste Generation super viel gefilmt mit dem Camcorder. Und dann die fünfte Generation schaut sich dann die alten Filme davon an auf dem Fernseher und kann dann halt darüber nachdenken. Das ist doch mal so süß. Kissing Booths würde ich mir wünschen. In Sims 3 gab es die. Die sind so witzig. Ja, aber da kommen wir wieder zum Realness-Faktor. Das fehlt mir in Sims 4 und
Kissing Boots, das war ja richtig gut. Wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, das sind einfach Buden, wo man Küsse holen kann. Ja, witzig. Und zum Schluss natürlich weitere Okkulte. Was ich mir vorstellen könnte, sind Zombies, Feen. Der unsichtbare Freund von Sims 3 heißt, da konnte euer Sim-Kind eine Puppe mit der spielen. Und der, beziehungsweise die Puppe, wurde dann der unsichtbare Freund von dem Sim. Und dann hat man da ein bisschen hochleveln können und man hatte immer eine Bezugsperson. Klar, er war unsichtbar. Bisschen creepy. Trotzdem fand ich das richtig cool. Drachen würde ich mir wünschen. Oh, stellt euch mal Drachen-Sims vor. So Hybride. Oh, ich würde es lieben. So ein bisschen einfach. Ich habe ein bisschen zu viel Baldur's Gate gespielt, glaube ich. Egal. Ist es mir egal? Ja, ja. Und generell Hybrids. Also, dass man sagen kann, dass man Vampir mit Werwolf beispielsweise, Kreuz etc. Das ist ja jetzt ja auch ein bisschen möglich, aber auch sehr buggy. Da würde ich mir wünschen, dass das einfach normal möglich ist. Und vielleicht auch mal ein Update von den Okkulten heißt. Ich finde die Meerjungfrauen und Meerjungmänner einfach nur schrecklich. Die sind nicht gut durchdacht und das macht auch keinen Spaß, die zu spielen. Aber das ist meine Wunschliste. Ich hoffe, euch hat die Präsentation gefallen. Ich habe versucht, Bilder zu nutzen. Ja, aber was sind eure Wünsche? Wo würdet ihr auch sagen, geil, das, daran habe ich gar nicht gedacht, das möchte ich haben? Oder wo sagt ihr, bitte Sandra, sei mal nicht so. Könnt ihr auch sagen. Ansonsten, Dankeschön, dass ihr das Video geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Liken und folgen nicht vergessen. Bis dann!